Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Vlog von mir. Und ja, ihr seht ein bisschen dunkel. Ich überlege gerade, ob ich bei uns nochmal auf das Fest gehen soll. Gerade ein Dorf weiter, aber so dunkel? Na, ich weiß ja nicht, wir haben jetzt 7:45 dunkel. Ich glaube, ich gehe erst morgen hin. Dann sehen wir uns direkt morgen früh wieder auf dem Fest. Ja, Freunde, meldet mich nochmal. Jetzt geht's los. 24 Stunden nach den ersten 30 Sekunden. Schaut euch an, wo ich denn alles so unterwegs bin und vor allem, was dort abgeht. Das war schon mit der kleinen Ausfahrt. Da war so viel los. Man hat es ja gesehen, ne? Gar nichts. Na gut, das ist aber auch schon spät. Wird man den Vlog fertig schneiden, den jetzigen. Und dann freut euch schon mal auf den nächsten Vlog. Der kommt demnächst, beim nächsten Event. In 2 Wochen. Direkt von der Abfahrt. Freitagmorgens geht's los. Und bis zum nächsten Vlog, sag ich mal. Ciao. Oder es kommt noch was Neues dazu. Ich denke schon, es kommt was Neues auf jeden Fall. Ciao! Ja, Freunde, es kommt dann noch was dazu. Und zwar währenddessen, ich kann es euch mal kurz zeigen, ich hier schon mal angefangen habe, den Vlog zu schneiden, der so gut wie fertig ist, habe ich mir gedacht, es wird mal Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Und hier habe ich so eine klitzekleine Datei. Eigentlich muss ich eigentlich mit Marianne das zusammen abarbeiten, weil hier sind ja jede Menge Fragen. Aber ich würde sagen, Fragen, die an mich gehen, beantworte ich jetzt schon für euch. Dann zur ersten Frage. Frage 1 an mich war... Ja. Wieso hast du neu angefangen? Ich habe neu angefangen, weil ich gedacht habe, ich habe den Kanal von einem Familienmitglied von mir übernommen gehabt. Hatte schon 15 genau Abonnenten sowas. Und ja, jetzt gehe ich mal so ein Stück noch zurück. Und ich habe gesagt, ich möchte mir mal meine Abonnenten, meine Follower selbst erarbeiten. Deshalb mache ich das. Deshalb habe ich neu angefangen.
Zweite Frage, direkt darunter. Wo ist es? Wieso bist du aus Fiesta ausgestiegen? Ich bin gar nicht ausgestiegen, kann man sagen. Es liegt einfach daran, ich will ja die ganze Zeit mitmachen. Die sind jetzt aber Level 100. Ich bin 67 oder sowas. Es lag einfach daran, dass mein alter PC es einfach nicht geschafft hat. Zusammen Discord hat mein PC das Mikro nicht akzeptiert und jetzt wir mussten dann die ganze Zeit über Skype, da musste ich meinen PC wechseln und hin und her, hin und her. Und kann man so sagen, ich bin ja, kann man sagen, nicht ganz ausgestiegen. Sie haben gesagt, ich habe gesagt, es macht einfach keinen Sinn mehr für mich, ich spiele nur so ein bisschen nebenbei. Dritte Frage von euch, und zwar ist das die hier, ich zeig's euch. Was machst du an den Wochenenden, da du sagst, du bist so selten zu Hause? Ja, dazu gibt es demnächst mehrere Vlogs. Also jetzt habt ihr im letzten Vlog zum Beispiel gesehen, warum ich seltener zu Hause bin. Ich bin am Nürburgring unterwegs gewesen, zusammen mit Felix von der Laden, Philipp Dorset, mit Kati, mit Concraft war ich unterwegs, mit Daniel Abtweich und noch viele, viele, viele mehr. War ein geiles Wochenende, aber das sind so Wochenenden, das sind die Wochenenden, kann man sagen, wo ich immer sage, ich bin nicht da. Also ich bin so im Nürburgring, Hockenheim, jetzt in 2 Wochen ist München dran. Jetzt kommen ganz viele Fragen an mich, viele von JJ Peters und ja, die versuche ich mal so teilweise abzuarbeiten. Viele habe ich schon beantwortet, JJ. Da gucke ich mal, welche ich noch nicht beantwortet habe. Und da habe ich schon mal eine. Gleich 2. Und zwar hier unten. Wie viel Zeit benötigst du für ein Video? Und mit was bearbeitest du deine Videos? Also Zeit für Video, allein nur Aufnahme. Eine gute halbe Stunde Vorbereitung. Allein Viertelstunde, 10 Minuten Vorbereitung. Und dann das Schneiden. Hier kann man auch noch sehen. Schneiden. Rechne mal auch so um die Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde. Rechne das mal und mit was ich meine Videos bearbeite. Jetzt kann ich das Programm leider nicht schließen. Aber ich bearbeite mein Video mit CyberLink PowerDirector 12. Ich sehe gerade, ich habe eine kleine Frage übersprungen, Freunde. Und zwar da oben die 19. Wo wohnt ihr ungefähr? Ich sag nur das Bundesland, damit ist ich und Marianne das gemeint. Marianne, das kannst du euch selbst sagen, wenn wir uns mal treffen. Und ich kann sagen, ich wohne in Rheinland-Pfalz. Und ich würde sagen, schon mal die letzte Frage für diesen Vlog, weil es sind zwar 37 Stück, aber die meisten sind an beide gerichtet, an mich und Marianne. Wir wissen aber noch nicht, wann wir uns treffen und ob wir uns überhaupt noch treffen, weil er im Moment sehr viel Stress hat, private Gründe. Und da gehen wir direkt zur Frage über. Und zwar hier diese Frage. Was waren deine Lieblingsquests in Fiesta? Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil es gibt so viele, die ich gemacht habe. Anfangsmäßig meine Lieblingsquest war Rattenmensch Media Hanna, klar. Weil die konnte man zweimal machen. Das hat ein paar Prozente gegeben, sage ich mal. Ich glaube 20 in die Richtung gab das. Das war jetzt kurz mein Messenger. Gucke ich aber auch gleich mal, was der geschrieben hat. Und jetzige Lieblingsquest habe ich sogar erst gemacht. Und zwar das... Okay, was heißt Lieblingsquest? Die Lieblingsquest, die Gefangenen, Oberfolterer, Folterer und noch mehr und alle anderen drum und dran. Das waren so ja meine Lieblings-WDHs bis jetzt. Welche WDH mich am meisten nerven wird, wird ganz definitiv, mache ich gerade mit meinem Jäger auf Apolline zusammen. Die, ich glaube, Elfenjäger oder sowas heißt das mit dem Schlamm. Das wird richtig nervig, Freunde. Freunde, aber das war's jetzt mit dem Vlog, weil ja, ich habe jetzt so gut wie einige Fragen mal beantwortet. Ich denke, das waren genug, sag ich jetzt mal. Und ich sag mal, bis zum nächsten Vlog. Das dauert gar nicht so lange, bis der nächste Vlog kommt. Vielleicht nur ein paar Tage. Weil ich da wahrscheinlich wieder ein bisschen unterwegs bin, kann hier mal vorbeischauen, dann bin ich mal hier wieder woanders. Und ja, das möchte ich mit euch natürlich teilen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn er euch gefallen hat.
Und den Rest, den kennt ihr ja schon. Ciao, ciao.